Angekommen an dich ist gar nichts, kein Globus, kein Aal, keine Seeschnecken, gar nichts. An mich keine Horen, kein Hermann und Dorothea. Dieses nur zu deiner Nachricht. Kurz, wenn du nicht da bist, ist alles nichts. Und wenn du nach Italien oder sonst eine lange Reise machst und willst mich nicht mitnehmen, so setze ich mich mit dem Gustl hinten darauf, denn ich will lieber Wind und Wetter und alles Unangenehme auf der Reise ausstehen, als wieder so lange ohne dich sein. Im Hause ist alles in Ordnung. Du magst kommen des Tages oder die Nacht. Zürich, den 25. Oktober. Endlich habe ich, mein liebes Herz, deine letzten Briefe erhalten. Habe jetzt nur noch ein wenig Geduld, denn ich komme bald wieder. Auch mir ist es in der Entfernung von dir nie recht wohl geworden. Der Gefahr wegen hätte ich wohl nach Italien gehen können, denn mit einiger Unbequemlichkeit kommt man überall durch, aber ich konnte mich nicht so weit von euch entfernen. Wenn es nicht möglich wird, euch mitzunehmen, so werde ich es wohl nicht wiedersehen. Ich habe mir auch kleine Tücher um den Hals gekauft, fürchte aber, du wirst sie mir wegkrapseln, denn sie werden auch um den Kopf artig stehen. Alles zusammen ist nach der neuesten Mode, besonders ist dein Kleid sehr schön. Es war aber auch nicht Wohlfall. Ich habe es nach dem Muster aus der ersten Hand gekauft und erwarte es von St. Gallen, wo die Fabrik ist. Bei den Mustern tat die Wahl weh, aber Meier und ich waren doch zuletzt einig.